Hallihallo, liebe durstigen Freunde, und das letzte Mal vor Ostern zu einem normalen Tasting-Video. Ich habe mir gedacht, ich mache es doch nochmal draußen, weil ich das X-Challenge, beziehungsweise halt 150 Sekunden, 5 halbe Challenge drin machen muss. Ich muss das im Stehen machen. Das kann ich also unmöglich im Sitzen machen. Und ich kann das Handy hier nicht gut genug draußen irgendwie befestigen, sodass das vernünftig dann aussieht. Ich habe mir eh überlegt, dass ich statt der Lampe, die dahin leuchtet, hier mal jetzt demnächst auch wieder was Schöneres mache, falls doch mal wieder Abende oder Nächte sind, in denen ich Spätvideos mache. Es wird jetzt zwar, je näher der Sommer kommt, umso egaler im Prinzip, weil ich halt einfach ja dann, ne, immer länger Sonne habe, beziehungsweise hell, hell halt, es immer länger ist, ne, im Mai, Juni, dann wird es ja erst um 10 dunkel, ne? Also, aber vielleicht habe ich ja doch mal Lust, ein Mitternachtsvideo zu machen. Deswegen habe ich mir hier was Schönes überlegt. Das werde ich dann demnächst werde ich dann präsentieren. Ich habe hier auch eine Steckdose draußen, das heißt, hier kann man schon was mit anfangen. Das ist ein bisschen schöner dann aussieht als mit der Lampe da. So, jetzt habe ich aber, um es nicht wieder zu lang zu machen, fange ich gleich an. Ich habe heute das Duckstein. Ja, das ist witzig, weil kürzlich einer reingeschrieben hat, trink doch lieber acht Billigbiere für einen Duckstein. Das stimmt auch, die sind recht teuer. Kosten, glaube ich, 7 € zu viert, also im Viererpack. Aber ich habe gedacht, das muss jetzt trotzdem sein, weil ich bin einfach ein Freund der Abwechslung, und das ist das Märzen, ein bernsteinfarbenes Märzen von Duckstein. Also das wird das eine Bier, das ich heute trinken werde. Auf euer Wohl. Und das andere, das, da haben sich auch schon viele drauf gefreut. Erstmal bringe ich einen Schluck auf euer Wohl. Duckstein, Märzen. Sehr fruchtig. Also für Märzens extrem fruchtig. Drei edle Hopfensorten: Hallertauer Magnum, Mandarina Bavaria, da kommt es wahrscheinlich her, und Cara Amber, also Amber. Das gibt wahrscheinlich auch ein bisschen die Farbe. Das vollmundige Märzen hat eine kräftige, bittere, finde ich nicht mal so. Also da finde ich, da habe ich schon bitterere Märzen getrunken. Das bernsteinfarbene Glanz, ja, auf Buchenholz gereifte Bier gibt ihm seine Noten. Also Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, ja, klassisch. Sie empfehlen dazu Spargel, würde passen zur Zeit. Bärlauch, Lammfleisch, auch sehr, sehr lecker. Ja. 5,5% Alkoholgehalt haben wir hier. Jo, ich habe Durst. Es ist warm heute. Also, ihr seht, die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Bin trotzdem im Hemd, weil es wirklich auch jetzt noch 18 Grad hat. Oder ich muss nachher nochmal auf meiner Wetter-App gucken, aber vorhin war es auf jeden Fall noch. Also nachdem die Sonne gerade untergegangen war, so um 8 rum, ne, ist jetzt eine Stunde, wir sind jetzt eine Stunde früher dran, Sommerzeit. Also da war es noch 18 Grad, das ist enorm natürlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wo ihr, je nachdem, wo ihr wohnt. Also mein Fanclub im Kaiserstuhl hat sich ja mindestens genauso warm. Dort kriegen wir eigentlich immer die Temperaturen her, kann man sagen. So von Südwesten, also von Frankreich und Kaiserstuhl. Also je wärmer es dort ist, im Elsass und so, ne? Je wärmer es dann dort ist, umso wärmer wird es dann auch bei uns meistens einen Tag später. Ne? Und wenn ihr natürlich im Norden wohnt, da weiß ich es nicht, da kann es natürlich sein, dass es jetzt auch schon wieder Jackenzeit ist, dann, wenn die Sonne untergeht. Dann umso wichtiger, dass man sich wärmt. Auf euer Wohl. Also, ihr dürft mich wohl mir das Banause nennen, Leute, dass ich mir das jetzt so reingekippt habe, aber ich habe echt Durst gehabt. Und jetzt kommt das Zweite. Da muss es wohl ein Missverständnis gegeben haben, weil hat mir einer gesagt, ja, da wirst du dich total darauf freuen, wenn du das trinkst, weil das echt ein Urgestein ist. Ich habe das schon getrunken. Es ist nicht so, dass ich es noch nie getrunken hätte. Ich habe nur das noch nie präsentiert. Und das möchte ich deswegen heute mal nachholen. Das Pilsner Urquell, das Original aus Pilsen. Also, sorry für das Missverständnis, bin mir sogar sehr sicher. Schulz! Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich es schon mal getrunken habe. Drüben wird auch gegrillt. Guten Appetit, gell?
Drüben wird gegrillt und hier wird getrunken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Kanal Durstiger Dave abonnieren und liken. Ich mache hier gerade ein Video. Ihr seid zumindest akustisch mit drauf. So, also hier ein bisschen Eigenwerbung muss auch mal sein, genau. So, also jetzt kommt hier das Pilsner Urquell aus Pilsen, wie der Name schon sagt, wo diese Art der Braukunst auch erfunden wurde. Deswegen hat es daher seinen Namen. So, seit 1842 brauen wir das erste Pilsner der Welt mit denselben regionalen Zutaten auf dieselbe Art und Weise und am selben Ort. Diese traditionelle Braukunst und die perfekte Kombination aus würzig-herbem Saazer Aromahopfen und dezent malziger Karamellsüße sorgt für den vollmundigen und unverwechselbaren Geschmack. So, das hat 4,4%, ist also sehr leicht für ein Pils. Das ist sogar noch mal einen Tick leichter als das dänische Pilsner, das ich kürzlich mit meinem Kumpel Nils, herzliche liebe Grüße nochmal, auch an die Tanja, also seine Tanja, meine Ex-Tanja, habe ich ja in einigen Videos davor gegrüßt. Die hat allerdings keinen eigenen YouTube-Kanal, deswegen hat die da nichts kommentiert, aber sie hat trotzdem Spaß dran gehabt. Sie freut sich, dass ich mein Russisch noch nicht verlernt habe. So, jetzt aber wird es echt mal Zeit für das älteste Pilsner der Welt. Cheers, ich habe schon lange nicht mehr getrunken. So gesehen bin ich auch wieder neugierig. Wunderbar, wunderbar, ganz, ganz süffig. Es schmeckt mir auch ein Tick besser noch als das Dänische, muss ich wirklich sagen. Es ist halt einfach das Original. Und also nichts gegen die Dänen, aber die Tschechen können dann doch besser brauen. Also zumindest, was das jetzt hier angeht. Dieses Pilsner Urquell. Man würde nie glauben, dass das so schwach ist. Das Dänisch hat wirklich so ein bisschen leicht wässrig geschmeckt. Olli, trotzdem nochmal danke, gell? Und es war eine coole Aktion. Bring mir immer wieder, wenn ihr irgendwo im Ausland seid oder sonst wo, Schutz, bring mir auf jeden Fall wieder was Neues mit. Ich präsentiere immer gerne neue Sachen. Wie gesagt, ich bin da neugierig. Deswegen habe ich auch das Duckstein wieder, das völlig überteuerte Duckstein geholt, weil ich einfach wieder neugierig bin, wie das jetzt war. Sehr ist besser. Also, obwohl jetzt das Märzen, ne? Das ist, also, das kann man jetzt nicht direkt vergleichen, weil das ja ein Pilsner ist. Hier. Aber das gewinnt also gegen das geschmacklich jetzt, für mich persönlich. Und das gewinnt auch locker gegen das Dänische. Das hat wässriger irgendwie geschmeckt. Ich weiß nicht, warum. Es wird an der Brauart liegen oder vielleicht auch an der Hopfensorte. Denn das hier hat noch weniger Umdrehungen. Das heißt, das hat 4,4, das Dänische hatte 4,6. Aber da schmeckst du das Vollmundige raus einfach und das Dänische hat wässrig einfach geschmeckt. So wie auch amerikanische Biere, ne? Die meistens ja auch irgendwie verwässert schmecken. Es gibt ganz, ganz wenig Sorten, die da mal gut wären. Ne? Erstmal auf euer Wohl. Ich hatte wirklich vergessen, wie gut es ist. Ich denke, das werde ich jetzt auch privat öfter mal wieder trinken. Zum Exen ist es mir zu schade. Also, wie gesagt, jetzt nochmal die Ankündigung gleich fürs Wochenende. Ich weiß jetzt noch nicht, an welchem Tag ich das machen werde. Aber ich werde auf jeden Fall an Ostern exen. Oder vielleicht auch schon vor Ostern. Vielleicht mache ich es auch schon morgen. Also am Gründonnerstag. Ne? Wie ihr das seht, ist jetzt Mittwoch. Aber ich werde entweder am Donnerstag oder ich muss noch mal schauen. Also ich denke, sonntags werde ich es nicht machen, weil da bin ich dann auch mal familienmäßig unterwegs und so. Und ja, also muss man mal schauen, wie das läuft. Aber es wird auf jeden Fall, wie gesagt, um Ostern rum, vielleicht auch schon einen Tag vorher, wird das geäxt. Und das mache ich halt dann wieder in der Wohnung. Deswegen wollte ich jetzt ja heute auch noch mal eins draußen Video machen. Ja, die Studenten drüben haben vielleicht auch Spaß dran. Vielleicht habe ich sogar 4 neue Abonnenten morgen. Die halten übrigens sehr brav den Abstand ein. Muss man sie loben. Also, da gibt es kein Gemecker. Also nochmal ein Prost auf euch alle. Sehr schön. Wunderbar. Das wirklich kann ich echt empfehlen. Also, habe ich auch schon vorgelesen. Hier. Ja, nee, was in verständlicher Sprache draufsteht, habe ich vorgelesen. Und der Rest ist auf Tschechisch.
Genau, aber Wasserkerstenmalz, Hopfen und Hopfenauszüge. Wahrscheinlich ist das nochmal, was es ein bisschen noch herber macht und noch intensiver im Geschmack, diese Extrakte wahrscheinlich. Ne? Jo, also 10 Minuten sind rum und das Video ist jetzt auch rum, es reicht. Wie gesagt, Duckstein im Prinzip nur empfehlenswert, wenn ihr halt so viel Geld habt oder halt neugierig seid. Und das hier ist ein definitives Muss. Also wer Pilsner mag, Pilsner Bier mag, kommt an dem Urquell nicht vorbei, meiner Meinung nach. Also zumindest einmal probiert gehabt zu haben, wenigstens. Ist da meiner Ansicht nach Pflicht. In diesem Sinne, das nächste Mal, wenn ihr mich seht, werdet ihr mich kurz und schnell sehen. Vor allem schnell trinkend. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch keine frohen Ostern. Denn das werde ich dann, wenn ich das so doch in der Lage bin, werde ich euch das dann nach Abschluss meines hoffentlich gewonnenen Challenge-Wettbewerbs dann noch wünschen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen guten Start in den Tag und wir sehen uns zum fröhlichen Echsen. Schulz. Und tschüss. Ich liebe euch. 830 Abonnenten, das hätte ich vor einem Jahr für ausgeschlossen gehalten. Wahnsinn. Ihr seid die coolsten. Ich freue mich, dass es euch Spaß macht. Und dann macht es mir auch doppelt so viel Spaß, was ich hier mache. Bis Ostern. Tschüss.